Moin Leute, Revi hier. Wir machen jetzt eine Reaktion auf Wer weiß denn sowas? Ich war mit Trimax in Hamburg. Mega geile Show. Eingeladen worden von Kai Pflaume. Und wir schauen uns das jetzt gemeinsam an. Max ist hier auf der anderen Seite hoffentlich auch zu sehen. Ich denke mal, meine Cutter werden das, die Facecam von Max runtergeladen haben. Und ich freue mich übertrieben. Ich freue mich wirklich sehr. Super cool. Ich habe richtig Bock drauf. Und ich würde sagen, ganz viel Spaß dabei. Und lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Ach ja, und ganz wichtig, Ausrufezeichen Prime in den Chat. Klar, Twitch Prime ist kostenlos. Verpasst auf jeden Fall keinen Stream. Es lohnt sich. Wir sind hier gerade mit 10.500 Leuten. Schauen uns das gemeinsam an. Und ich würde sagen, rein in die Masse. Heute bei Wer weiß denn sowas? Trimax im Team mit Bernhard Hoeker gegen Revi. Oh, du siehst ja richtig gut aus. Große Revanche, es geht los. Oh. Digga, die Mucke, oder? Die Mucke, ich hab die gefühlt. Hilfe, Hilfe. Ich find's aber ist, auch geil. Es leckt bei mir so, es macht so. Ich hab übrigens, warte mal, Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe von Wer weiß denn sowas. Und es wird garantiert eine besondere Ausgabe, das kann ich an dieser Stelle schon mal versprechen. Ja. Denn wir haben heute die große Revanche hier bei uns in der Sendung. Revi und Trimax waren ja schon mal bei uns. Und warte, ich muss ein bisschen weiter machen. Das Publikum, was ihr seht, das ist ja auch von meinem Instagram-Post. Ne? Das sind halt Pappaufsteller wegen Corona. Nein. Und da, echt? Achso, die mit dem Rosen hat ihre Handynummer gegeben. Ich habe mir die Nummer von denen geholt. Ich habe mich auch noch stundenlang danach mit ihr unterhalten. deswegen wurden immer Applaus, wurde immer eingespielt und auch ein Lacher, wenn ein Gag kam. Und manchmal haben das Timing nicht so ganz gestimmt. Ist natürlich auch fies, derjenige, der steuern muss, aber war dadurch auch sehr lustig. Stehen Sie sich mit veränderten Vorzeichen wieder gegenüber. Maximilian Stemmler, das ist ein bürgerlicher Name. Unter Trimax kennen dich vor allen Dingen die Jüngeren. Ja. Und wieso haben die nicht so alle Namen reingemacht? Was ist das für eine Frise? Was ist das denn? Was ist das denn jetzt? Ich höre einfach 80 Jahre nicht beim Friseur. Namen bei uns zu Gast sind, dann wissen Sie, meine Damen und Herren, die sich jetzt im Internet nicht jeden Tag so bewegen, dann geht es in der Regel um Menschen, die auf YouTube großen Erfolg haben. Das ist bei dir so? Ja. Machst du jetzt schon ein paar Jahre, streamst vor allen Dingen Videospiele. Ja, was soll man da sagen? Ja. Die du selber mehr schlecht als recht in der Regel beherrschst. Guck mal, aber das ist die eben, Show, das Max, ist eben es gibt so viele gute Spieler, da muss auch einmal zwei Minuten, einer du dabei Tops sein, der es nicht so ganz hinkriegt. Ja, genau. Aber das machst du sehr sympathisch und mit großem Spaß. Okay. Und dafür lieben dich deine Fans. Danke. Ja, danke, danke. Und auf der anderen was Seite, soll man da sagen? Was soll man da sagen? Ja, René, Raven Zeit. Ja, auch du bist schon lange auf YouTube mittlerweile. Ja. Hey, guck mal, hab ich Lippen drauf? Und spielst das sieht aus, als hätte ich Lippenstift drauf. Guck mal. Die hat dir Lippenstift drauf gemacht. Warum? Max gegen Max. Ich würde nicht sagen, dass ich besser bin. Ich wurde gefragt, ob ich was für die Lippen haben möchte. Da habe ich gesagt, nein. Hast du da ja gesagt? Ja. Besser bin. Ich glaube, wir sind beide gleich schlecht. Naja. Ja, doch. Ich bin schon besser, ja. So, die große Revanche heute. Das letzte Mal bist du als Sieger aus der Sendung gegangen. Heute auch. Und, ja, denke ich doch, ja. Ja, das werden wir sehen. Max hat da was dagegen, oder? Ja, wir müssen heute gewinnen. Das guck mal, zwei mit Brille, zwei ohne Brille. Ja. Wir werden sehen, wie es läuft. Ja, stimmt. Ja. Anders. Aber gut. Wussten Sie eigentlich, dass jetzt kommt der Fun Fact. Glückliche Paare viel seltener Pärchenfotos in Social Media posten als andere? Hat eine Untersuchung das ergeben? Publikum. Habt echt wenig, ihr beide, ne? Oh, die Einspieler? Ja. Wir hatten mal viele und jetzt weniger, ja. Jetzt endlich. So, jetzt gucken wir mal auf die Zuschauerverteilung. Hoeker sieht ganz schön klein aus. Ja, du bist aber auch 3,90 Meter, Alter. Was erwartest du? Ja, das ist aber trotzdem witzig. Ja, okay, ja, trotzdem. Trimax und Bernhard sitzen 47 Zuschauer im virtuellen Publikum. Haben die auch Pappaufsteller weggenommen? Vorher für eine Seite entschieden und hinter 53. Wieso bei dir mehr? Weil ich mehr Fans habe. Jetzt gucken wir aber auf die heutigen 12 Kategorien. Hier ist die Wand. Die fangen an, wir können erstmal. Oh, war ja. Kategorien, weißt du noch, womit wir angefangen haben? Nee, ne? Das waren auch alles. Das ist auch alles. Guck dir mal individuell an. Gesundheit, Heimat, Essen, Trinken, damals, clever Verbraucher, Umwelt, im Badezimmer, grüner Daumen, Schlagzeilen. Also Verbraucher im Badezimmer und Umwelt sind komplett raus. Weiß ja keiner was. Also. Digga. Zeit. Heimat, Essen und Trinken. Damals, clever, Afrika, Verbraucher, Umwelt, im Badezimmer, sieht aus wie vom Stream Deck, guck mal. Fragezeichen, grüner Daumen und Schlagzeilen. Das Team, das mehr Zuschauer hinter sich hat, beginnt. Jede richtige Antwort 500 Euro und beide kein Teams, Sport dabei, ne? Beide Gäste haben einen Videojoker. Nee. Ja. Sport bist du doch eigentlich, Fußball bist du doch richtig drin, ne? Ja, geht so. Geht so. Wahrscheinlich aber mehr als ich. Aber ist ja auch nicht dabei. Dein Joker ist was? Mein Joker hat einen Titel in
Verfahrenstechnik, promoviert gerade, glaube ich, das in ist so geil, Max. Ingenieurstechnik. Jetzt wenn, man überlegt, wenn man überlegt, was ich für einen Joker mitgebracht habe, einen angehenden Doktor und du hast diesen Vollidioten dabei. Geil, ja. Oder? Ob der jetzt zum Thema Umwelt, wenn es da jetzt um Kakadu geht, wie das Eier nicht, legt. Wie hast du nicht, weiß ich nicht. Wie ich habe nicht hab Vive oder so genommen. Ja, weiß ich, ich will dem kein Cloud das geben. Nicht Umwelt, das eher nicht. Ja, das ist eher nicht Umwelt. Lass mal Umwelt dann nehmen. Sollen wir die direkt anrufen dann? Vielleicht, ja. Okay. Wenn er ihn braucht. Die erste Frage. Netze aus Kartoffelschalen könnten zukünftig helfen. Ganz verrückt. Ja. A. Eichen in Trockenzeiten zu bewässern. B. Seegras fester im Boden zu verwurzeln. Oder C. Orchideenpopulationen vor Fressfeinden zu schützen. Ja, das war direkt eine böse Brecherfrage. Ja, ja. Also das hätte wirklich alles sein können. Bin ich mir sicher, dass er das genauso wenig weiß wie wir. Okay, und dann versuchen wir selber draus zu kommen. Ich weiß gar nicht mehr, was richtig war. Dann ist es seine Schuld, ne? Ich weiß noch alles. Nee, aber hast du nicht eine... Ich bin wirklich aufgeschmissen, ich weiß es nicht. Also für mich klingt B... Da wird auch wieder so viel YouTube-Kacke zu entstehen. Ja, ja, ja. Also was man daraus machen kann mit so viel Material. Aber also jetzt, wie möchte ich denn über Netze von Kartoffelschalen, wie soll denn ein Netz Wasser transportieren? Also das ist ja, das läuft da wahrscheinlich entlang des Netzes. Aber wie kriege ich denn dann so ein feinmaschiges Netz hin, dass das... Oh nein. Was meinst du jetzt mit Wasser? Bei A bin ich gerade überlegen. Nee, eben, A würde ich auch ausschließen. Ne? Also wenn theoretisch... Mhm. Aber machst du die Kartoffelschalen um die Wurzeln rum, aber da brauchst du, wie du selber sagst, auch kein Netz. Aber B ist auch irgendwie Blödsinn. Also wie will ich denn... Ah nee, es hält das Seegras am Boden vielleicht fest, ne? Das könnte natürlich auch sein, ja. Seegras. Wofür ist Seegras wichtig? Ist es Seegras was anderes als eine Alge, oder? Seegras ist Seegras. Ist keine Alge, ne? Nee, aber das ist schon sehr wichtig. Stark. Für Plankton und alles. Ja, dran für alles. Und da Fische. Kann er nur shake my head. Kai Pflaume, shake ich my head. Ich riskieren. Ja? Weil A und C halte ich für Blödsinn. Ich wüsste auch nicht. Also, wir können ihn auch anrufen, aber... Wir nehmen B. Ja, glaube ich, ist auch richtig. Niemanden anrufen. Aber guck mal, sie haben wirklich viel rausgeschnitten. Oh, wenn er schon Netze so anfängt. Aus ja, die bei jeder Frage. Tut es Seegräser wachsen weltweit in Küstennähe in bis zu einer Tiefe von 15 Metern. Sie sind essentiell, um den Meeresboden zu stabilisieren. Essentiell. Bei starkem Wellengang werden die Pflanzen jedoch weggeschwemmt und der Boden kann erodieren. Um das zu verhindern, heißt erodieren, Max? Hat ein internationales Forschungsteam 2020 ein Gitternetz aus Kartoffelschalen entwickelt. Das Seegras wird in die Netze gepflanzt. Vor den Kartoffelschalen, da stellt man sich was anderes unter vor. Und dadurch stabilisiert. Das sieht auch gar nicht so aus, so oder? So können sich die Wurzeln fester im Boden verankern. Nee, ist das Kartoffel, Alter? Ich hab halt wirklich gedacht, das wären halt so Kartoffelschalen aus der Küche, weißt du? Verträglich. Muss ich auch sagen, hat Elfen gut gemacht. Du hast gar keine Ahnung, du willst direkt deinen Joker anrufen. Du wüsstest, was stand voll auf dem Schlauch. Ey, ich war kurz am Heulen. Elfen sitzt neben dir und sagt, wir nehmen aber B. Guck mal, das ist auch ein Unterschied. Guck mal, warte mal, Max, noch mal Pause. Für Elton und Hermann, ach Digga, wie heißt der? Huecker. Für Bernhard. Ja. Ist es doch komplett egal, ob die gewinnen oder nicht. Weißt du, was ich meine? So, die machen das jeden Tag. Die gewinnen mal, die verlieren mal. Aber wir gehen da mit einem ganz anderen Ehrengefühl rein. Weißt du, was ich meine? Ersten 500 Euro. Lachen mehr alle. Informationen dazu gibt's bei der Bundesnetzagentur. War ein guter Joke. Nicht, ob möchtest du, sonst sag ich Verbraucher. Fang du mit Verbraucher. Alles an Verantwortung wieder abgegeben, Max. Das ist so gut clever. Dürfen immer. Händler in ihrem Geschäft auf Kartenzahlung bestehen? A. Ja, wenn ein Hinweisschild im Geschäft zu sehen ist. B. Nur, wenn keine Lebensmittel verkauft werden. Oder C. Nein, da Bargeld immer akzeptiert werden muss. Jetzt bin ich mal gespannt, Max. Was sagst du? Gut. Erster Gedanke? Erster Gedanke, C schließen wir aus. Also, du meinst, ein Händler kann auf einfach Bargeld direkt verzichten. Ohne nachgedacht haben, das ist weg. Ja. Ein Händler kann sagen, nee, kein Bargeld. Ja, ich glaube ja. Kann es vielleicht sein, dass bei Lebensmittelgeschäften, das, was Huecker jetzt sagt, ist übel smart, Bargeld akzeptiert werden muss, weil du kannst nicht sagen, tut mir leid, wenn das ist geil. Das Brot bekommen sie nicht, weil sie kein Bargeld haben. So kannst du sagen, nein, ich habe überzeug hier mich. Meine 2,70 Euro und das ist eine Grundversorgung und das ist... Gehst du irgendwie einen Bildschirm kaufen oder sowas, dann kann man sagen, nur mit Karte, aber wenn du eine Kartoffel kaufen möchtest oder ein Stück Brot, dann muss das mit Bargeld gehen. Ja. Dann sind wir bei B, oder? Dann sind wir bei B, das ist richtig. Ja, und du bist so überzeugt und ich trau's dich Max, ganz ehrlich, mach nochmal Pause. Hi, wir nehmen B. Digga, das ist ja, also ihr habt doch im Studio, habt ihr 30 Minuten gefühlt überlegt, das weiß ich noch. Und jetzt wirkt das hier so, als wärt ihr übersmart. Wie lange geht die? 36? Wie lange war die Aufnahmezeit? 1 Stunde 20? Ja, ja. Das ist ja... B.
Ja, Überzeugung ist eine ganz wichtige Maxime. Ich bin ja. Das ist einfach falsch. In Deutschland gilt in Geschäften grundsätzlich gemäß Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz. Wir kriegen da so eine Paragraphenfrage einfach. What the fuck, als ob man das weiß. Vertragsfreiheit. Händler können den Inhalt des Vertrages frei bestimmen, sofern sie nicht gegen zwingende Vorschriften des geltenden Rechts, gesetzliche Verbote oder die guten Sitten verstoßen. Demnach können Händler in ihrem Geschäft auf Kartenzahlung bestehen. Voraussetzung ist aber, dass der Kunde vor dem Abschluss des Vertrags darüber informiert wurde. Dies kann über ein Hinweisschild vor dem Eingang oder spätestens an der Kasse geschehen. Falsch einfach. Mhm. Ich fand unsere Theorie so geil, ja, aber Stelle. Es ist Antwort A. Aber es ist ja noch nicht entschieden, Max, ne? Also fast richtig. Ja, ich weiß, aber ich möchte das nochmal hervorheben, wie smart. Ja, der Händler hat Hausrecht, deswegen darf er darüber entscheiden. Ja. Okay. Ja. Aber es war jetzt nur die erste Frage, der Anfang. Erstmal einspielen. Wir haben gerade überlegt, im Badezimmer zu nehmen, weil ich habe gerade Schimmel im Badezimmer. Und zu Schimmel kann ich jetzt einiges sagen. Ich weiß nicht, ob es darum geht, aber... Nee, also ich hab's jetzt, wir haben es ja noch nicht eingeloggt. Deswegen überlegen wir, ob wir nicht auch grüner Daumen nehmen. Ja. Nee, wir nehmen mal im Badezimmer. Ja, guck mal, dafür gab es keinen Lacher. Okay, du gibst hier den Marsch. Ja, das war voll der Gute. Jeder hat überhaupt noch nie die Kategorie. Nee. Die ist, glaube ich, extra für Revi dabei heute. Ja, ja. Warum wird eine Rasierklinge mit der Zeit stumpf, obwohl die Schneide aus Stahl viel härter als das da Haar Da war ich so ist. Klug in der Frage. Da war ich so klug, Max. A. Der Säureschutzmantel der Haut greift die Klinge Nein. an. Nein, sagte. B. Es bilden sich feine Risse in der Mikrostruktur. Das hätte ich halt Struktur hättest du nicht Stahl. Gewusst. Das sagt man im Nachhinein oder C, der immer. Der Rasierschaum lässt die Klinge austrocknen und stumpf werden. C ist für mich raus. Sofort, weil auch Rasierklingen, die man ohne Rasierschaum benutzt, ja stumpf werden. Es gibt ja auch Trockenrasierer, die nutzt man ohne Rasierschaum, die werden ja auch stumpf irgendwann mit der Zeit. Guck die da, sehr, sehr klug, der Mann. Der Mann hat recht. Könnten natürlich, es ist ja Stahl, das wird der Stainless-Steel sein, also kein Stahl, der rostet, ne? Manchmal ist die Produktion einfach, da denken sie sich, ja, wir brauchen noch eine ausgedachte Antwort, C, Rasierschaum. Als ob ohne Rasierschaum eine Rasierklinge niemals stumpf werden Überleg würde. Überleg mal. Da könntest du ja, weißt du, nee, das ist nicht smart, das hätte einfach jeder so gewusst. Klug, Max, ich finde das so schade, wie du mich jetzt hier darstellst. Ich werde so sauer bei der Antwortmöglichkeit. Jetzt musst du anknüpfen. Ich hab vorgebaut und jetzt, also für mich klingt A relativ einleuchtend. Unsere Haut ist sehr fettig, das kann... Irgendwie da auch sicherlich. Guck mal, Bernhard schaut ganz skeptisch, hast du geil. Gesehen? Das klingt alles total geil, ja, deswegen klar. Ich mach nicht weiter drüber nachdenken, weil es so geil klingt. Soll ich mal A drücken? Drück mal A. Okay, ich drück mal. A. A. Ah, jetzt, ich hab falsch gedrückt, ne? Ja. Achso, ja, ich hab da, ja. Rasierklingen besitzen Schneiden aus Edelstahl, die wesentlich härter sind als die geschnittenen Haare. Bin so klug. Trotzdem stumpfen sie irgendwann ab. Ein Forschungsteam des MIT in Cambridge hat 2020 untersucht, welche Faktoren dafür verantwortlich sind. Voraussetzungen sind, dass die Klinge die Haare in einem flachen Winkel trifft und die härtere Außenhülle des Haares auf eine der weicheren Stellen in der Mikrostruktur des Stahls trifft. Dann kommt es zur Bildung kleiner Mikrorisse entlang der Klinge, ja. Die sich ausbreiten und so die Klinge allmählich stumpf machen. Ja, gut. Ja. Digga, einfach falsch. Ja, Max, aber ganz ehrlich, guck mal. Das ist, nee, warte mal. Nee, jetzt. Nehmen wir mal an, du hast etwas, was ähnlich ist wie Haare und du hast den Stahl. Ja. Du hast die Rasierklinge. Ja, ja. Lässt du Rasierschaum weg, wäre diese Rasierklinge unbezwingbar und würde für 100 Jahre halten. Ja. Hast du etwas Ähnliches wie eine Haut oder wo du das Ding benutzt und hast keinen Säureschutzmantel der Haut, ja. Das heißt, sobald kein veränderter pH-Wert dabei ist, würde die Klinge auch 100 Jahre halten. Das heißt, du aber, kannst A aber und C die Haut so hat dermaßen... Doch ein, aber die Haut hat doch einen Säureschutzmantel. Ist ja, doch das ist ja auch richtig. Aber stell dir mal vor, du würdest es schaffen, die Haut irgendwie den Säureschutzmantel wegzunehmen oder irgendwas Ja, aber als anderes. Ob die Rasierklingen... Irgendwas anderes. Als würde jetzt die Rasierklingenindustrie den Säureschutzmantel der Haut... Abbauen. Nein, aber nehmen wir an, du machst keine Haare weg, sondern du machst damit, keine Ahnung, machst damit ein Mauspad kaputt oder sowas. Hast keinen Rasierschaum, ja hast keine Säureschutzmantel. Dann würde die Rasierklinge einfach 100 Jahre halten ja, und niemals kaputt ja, aber gehen. Man das kann man ja, so ausschließen. Man rasiert ja auch kein Mauspad. Ja, aber dann würde eine Rasierklinge unendlich lange halten. Sie würde niemals kaputt okay, gehen. Okay, aber eins muss man Never. Sagen, alles, was ich erkläre, klingt immer sauklug, ist immer falsch. Ja. Okay, das war in ja, der Schule auch schon immer so. Ich habe schon hart okay, gefeiert, dann, weil ich halt wusste, dass dann warten wir mal, ob du nicht auch später mal vielleicht. Vielleicht bist du ja später auch mal lost, wer ja, weiß. Hätte das Mikrorisse gestanden, nicht feine Risse. Aber die Zahl und die Dicke der Haare spielt gar keine Rolle. Nee? Nee. Nee. Das ist unerheblich. So, es bleibt. Ihr habt aber schon mal 500 Euro. Da wollt ihr jetzt hin. Richtig. Wir haben die noch nicht. Ich bin. Also, wenn du nichts hast, sage ich clever.
Ja, das ist clever. Das ist clever, ja. Passt. Nichts. Absolut falsche Kategorie für dich. Wer eine Tasche aus Leder oder Kunstleder näht, sollte A. zur Fixierung des Materials. Bei der Frage habe ich schon wieder gekotzt. Als Büroklammern benutzen. Das war aber auch so dumm wieder. B. Jetzt für gerade Linien die Nähmaschine rückwärts nähen lassen. Oder C. zur Schonung des Materials mit feuchtem Faden nähen. Für gerade Linien die Nähmaschine rückwärts nähen lassen. Was habt ihr euch denn so gefreut? Weil es eindeutig war. Warum, weil es eine einfache Frage ist. Weil ich dachte, Mann, das haben die doch safe. Das klingt nach einer richtig cleveren Antwort, wo man dann gleich irgendwie ein Video sieht und dann wird das genau erklärt. Ich könnte es mir gut vorstellen. Also, auch wenn ich von Nähen und Leder und so gar keine Ahnung habe. Wenn ich mit unserer Nähmaschine vorwärts nähe. Guck mal, wie du wieder gar nichts sagst. Du weißt wieder gar nichts. Und halt es da fest und ziehst dann entlang. Ja. Am Ende schalte ich auf rückwärts nähen. Ich weiß überhaupt nicht. Ja, du weißt wirklich nichts. Eine Tasche nähen aus Leder. Manchmal nochmal auf vorwärts und nochmal aber das ist doch Max, jetzt mal ganz ehrlich. Stopp mal nochmal Pause. Komplett drin. Ich will es jetzt nicht spoilen oder so. Aber die Antwort ist wirklich so garstig erschließend logisch. Nee, wir reden drüber. Komm mal. A finde ich nicht spektakulär genug. Nee, so, dann ist er Büroklammer. Das verstehe ich nicht. Für Büroklammer, da gibt es bessere Möglichkeiten. C, zur Schonung des Materials feuchten Faden benutzen. Ist das gut, mit Feuchtigkeit an Leder ranzugehen? Ja, vielleicht ist das eine Idee, weil das dann nicht so stark einreißt. Das könnte stimmt. sein. Das wird ein bisschen das trockene, das Material. Das trockenes. Das kann halt alles so doll sein. Nein, kann das es kann nicht. Alles so doll sein. Kann es nicht. Da kann so doll ein Einspielfilm kommen, wo man alles wenn zeigt, gleich, dass man den Faden so ganz ein bisschen feucht macht. Oder dass man, wenn man rückwärts näht, dass das ein anderes nähen muss. Ich sehe einen gewachsenen Faden, aber nicht gefährlicher feucht. Gefährlicher ist für Leder. Warte auf die Erklärung gleich. Ist so leicht feucht. Nee. Flexibler, als wenn es trocken ist. Also da könnte ich mir noch vorstellen, nicht feucht. Macht für mich gerade so irgendwie von irgendeiner Idee. Es ist Leder und Kunstleder. Genau. Komm, ich dich auslache im Fernsehen. Ja, wir man muss es nur oft genug sagen, es muss. Ja, ich bin überzeugt jetzt. Einfach sich selber eingeredet. Überzeugt. Alles klar. Bevor ein Stoff zusammengenäht wird, kann er mit Stecknadeln zusammengesteckt werden, damit die Stoffteile nicht... So, und da ist es doch schon klar. Das ist doch... Ja, jetzt ist schon klar. Beim Nähen mit Leder sollten hingegen keine Stecknadeln verwendet werden. Das finde ich auch so unspektakulär. Ja, aber es ist doch klar. Das hast du doch überall... Die hauen immer krasse Sachen raus. Ja, aber so hast du doch überall Löcher drin. Ich hab geweint. Ja, nimm einfach eine Büroklammer. Jo, du darfst nicht Stecknadeln nähen, weil dann hast du ein Loch. Deswegen aber eine Nadel macht halt ein Loch und in einem Baumwollstoff schließt sich das Loch wieder, aber in Leder, du weißt doch, dass Leder, wenn da mal ein Kratzer drin ist. Ja, aber mit einem feuchten Faden oder mit der Nähmaschine rückwärts, da gibt es irgendeine geile Erklärung. Nee, das Loch ist ja trotzdem da. Und dann verstehst du irgendwas. Die nehmen einfach Büroklammern? So bleiben die Lagen in Position und können Ich bin so enttäuscht. Einfach Büroklammern. Die nehmen einfach Büroklammern und machen das ans Leder. Ja, das ist ja auch klar. Es macht ja auch Sinn. Ach, damit die... Also, das ist zu einfach. Die Idee ist, dass man keine Nadeln benutzt. Ja, aber das ist die Lösung. Sicher, ja. Guck mal, Bernhard hat es immer nicht verstanden. Guck mal, irgendwie ist das ja auch ein Game, was wir hier spielen. Ja, hast du recht. Ja, gut. Aber wir wissen nicht, wer es der Gegner ist. Es bleibt erstmal bei 0 Euro. Ich sehe uns bei damals. Bei Geschichte? Ja, ja. Ich weiß ein bisschen was. Gut. Nicht viel, aber mein Kollege, der weiß einiges, glaube ich. Dann nehmen wir Geschichte. Immer auf den Joker im Rückhand gehabt, Max. Am 24. Oktober 1946 Joker, weiß ich nicht, gewinnst du wurde das, verlierst du das A. Bill Clinton eine Stunde vor Cher im selben Kreissaal geboren. B. Kermit der Frosch die erste Kinderfigur im Farbfernsehen. Oder C. Das erste Foto der Erde aus Und dem da Weltraum war ich so geschossen. Stark. Bill Clinton kommt nicht hin, oder? Nee, wie... Na, stimmt, du warst echt smart. Gut, dass du es gerade mal angekündigt richtig hast. Richtig überlegt, wie alt Bill Clinton ist. Dann, nee, das kommt nicht hin. Ist der schon so alt jetzt? Cher könnte schon so alt sein. Cher ist auf jeden Fall so alt, ja. Ne? Weißt du, wer Cher ist, Max? Ist auf jeden Fall so alt. Also jung. Ja. Wir wollen ja kein Age-Shaming machen, ne? Ja. Do you believe Kermit der Frosch? Ja, die erste Kinderfigur im Pfarrer. Ja, war richtig. Das ist falsch, glaube ich, weil Disney... Nein, Disney hatte damals, glaube ich, schon farbliche Cartoons. Glaube ich schon. Das war ich glaube, nämlich, dass Disney damals schon farbliche Cartoons gehabt hat. C. Könnte im Wettrüsten der Supermächte vielleicht passiert sein. Dass man gesagt hat, mal, wir Max. Jagen jetzt mal einen Satelliten da hoch. Satelliten. Und ja, was denn dann? Meinst du, was denn dann? Was denn dann? Satelliten. Satelliten. Ich würde B auf jeden Fall ausschließen, weil Kermit ist... Schade, wie du dich hier verhältst. Muppets war noch ein bisschen später, oder? Eben. Wenn überhaupt späte 60er, ich würde sagen 70er. Ja, richtig, genau. Irgendwie... ist A für mich so unwahrscheinlich, dass es das wahrscheinlich ist und deshalb würde ich auf C drücken. Gut, dann drück mal auf C. Ich mach's jetzt einfach mal. C. Eieiei. Eieiei. Und ihr lacht? Ja.
Der 24. Der Oktober 1946. Max, weißt du, wie du drauf bist? Du bist wie dieser eine Typ, wenn man vorne eine Präsentation hält und du lachst dann die ganze Zeit aus. Im US-Bundesstaat New Mexico Das hätte alles sein können, das gebe ich dir. Bei sowas eine richtige Antwort zu geben, ist dann die strahlend auch... strahlend weißen Dünen der Gipswüste White Sands. Trotzdem kann ich das Wort Satellit nicht aussprechen. Dort versammelten sich am 24. Oktober 1946 Wissenschaftler der Johns Hopkins University und verfolgten den Start einer Rakete. An Bord befand sich eine vom Ingenieur Clyde T. Holliday entwickelte 35 mm Filmkamera, die alle anderthalb Sekunden ein Bild schoss. Auf den aus 105 Kilometer Höhe aufgenommenen Bildern ist die Krümmung der Erde zu erkennen. Das tut doch weh, oder? Die ersten Bilder der Erde aus dem Weltall. Tut das nicht weh? Richtige Antwort. Man muss auch mal Nervenstärke zeigen. Ja, man muss einfach mal machen, ne? Ja, man muss mal machen. 1000 Euro sind es bei euch im Moment. Und eine Xbox. Jetzt darfst du mal dir was aussuchen. Es gibt vielleicht Kategorien, die mir zusagen, aber dann ist die Frage oft dahinter nicht so gut. Und dann nimmst du eine Kategorie, wo du sagst, das kann gar nicht funktionieren. Dann ist die Frage machbarer. Also die Schlagzeilen zum Beispiel würde ich überhaupt nicht nehmen. Aber wir nehmen es jetzt trotzdem. Lass uns das einfach mal so nehmen. So dumm. Also das ist... Also. Starkes Spiel. Guter Zug. Als sich ein junges britisches Paar 2012 im Rathaus von Manchester das Ja-Wort gab. Man sieht das enttäuscht in meinem Gesicht nicht, aber ich sag mal, das kann doch nicht sein. A. Wurden sie für einen Tag das reichste Ehepaar Großbritanniens? B. Gratulierten Königin Elisabeth II. Und Prinz Philipp höchstpersönlich? Oder C. Wurde die Standesbeamtin während der Trauung verhaftet? Das kann schon. Also die Frage, so ganz ehrlich, Max, ich hätte so reingechoked. Ich bin ehrlich, ich hätte so krank gechoked. Ja, es kann alles so sein. Ja. Es kann alles so sein. Können wir irgendwas schon mal ausschließen? Nein. Okay. Okay, nächste Strategie. Stark. Hast du irgendwas schon mal gelesen? Mm-mm. Hätte man das mitbekommen 2012 bei einer Trauung, dass die Standesbeamtin verhaftet wird? Das hätte man irgendwie noch im Kopf, oder? Nein. Sollte man, genau. Doch nicht in England. A, ist das was für deinen Joker? Moment. A, kann ich mir... Ja, oder? Wer ist dein Joker? Ich habe so einen Kollegen, der wäre einfach jetzt mein Joker einfach. keine Qualifikation, der ist einfach Joker. Ja, genau. Das ist doch gut. Wie heißt er denn? Der heißt Dominik Strobel, macht auf YouTube. Oh, Chef Strobel. Chef Strobel, genau, so heißt er auf YouTube und Twitch. Und ich habe ihn einfach als Meinst Joker. Meinst du, er wird jetzt erfolgreich, weil du ihn im Fernsehen genannt hast? Ja. Das wäre so geil, oder? Glaub, wenn er richtig beantwortet, ich ja. Genau, das reicht doch völlig aus. Ich würde sagen, du hättest ja so eine Auswahl gehabt. Ja, stimmt, ich hätte jeden nehmen können. Ja. Ausgerechnet ihn, ja. Nur mal ganz kurz, so als... Ja? Fang erst mal an. Wenn wir nicht weiterkommen... Wurden Sie für einen Tag das reichste Ehepaar... Mein ganzer Chat ist am Lachen, weil ich Strobel als Joker genommen habe. B holt mich nicht ab. B holt dich nicht ab. Das ist so, dann kommen die, oh ja, alles Gute zur Hochzeit. Das ist nicht spektakulär genug. C wäre dann schon wieder... Aber hat man direkt nicht C ausgeschlossen? Nee, B ist doch C wieder ein Spiel. Das wäre schon eine coole Story. Wir haben es einfach nicht mitbekommen. Ist jetzt auch 2012, ist schon ein bisschen her. Also sagst du auch unser Glücksbuchstabe? Ja. Boah, ich will nicht, was er ist. Nächstes Mal nehmen wir keine Ahnung, was der Glücksbuchstabe sein soll von uns. C. Irgendwann muss es ja auch. Irgendwann muss es. Mal dran glauben. Ja. Kann ja nicht schon wieder falsch sein eigentlich. Im Rathaus von Manchester gaben sich Geschäftsmann John und Friseurin Francis Canning 2012 das Ja-Wort. Im Vorfeld hatte der Bräutigam eine besondere Einladung verschickt. Da war ich schon wieder. Er hatte erfahren, dass Queen Elizabeth II. Och, nee. Das wird meine Reaction nicht angezeigt. Sonst wird immer die Reaction angezeigt. Ich war richtig sauer. Och, nein. Und Prinz Philipp. Hast du doch, das haben die rausgeschnitten. Hast du wieder drum getrommelt. Ja, weil ich zu sauer war. Hier sollte einer von vielen offiziellen Terminen zum diamantenen Thronjubiläum der Queen stattfinden. Der Palast hatte Cannings Einladung zwar abgesagt, oder? Wenn man die anfasst. Vor allem jetzt sagt er noch, die Einladung wurde zwar abgesagt. Ja. Umso größer war die Überraschung, als die Royals dann doch vorbeischauten, dem überwältigten Brautpaar zu gratulieren. Guck mal, das ist doch so unspektakulär. Auf dem Video könnte das... Ja, ich stelle mir da so Schlagzeile, SEK-Sondereinsatz, die eine Frau, da wird dann rausgeholt oder auf einmal sind sie das Reichste, weil das zwei ultra-riche Families waren und die waren jetzt noch richer als die Königsfamilie. Und ich denke mir so was richtig Geiles vor. Und da ist einfach nur die zwei Typen und die geben sie die Hand. Yo, ey, alles Gute zur Hochzeit. Das könnte jeder sein in dem Video. Guck mal, das könnten einfach zwei alte Leute sein. Wer fühlt denn sowas? Ja. Diamant? Wie alt ist die Queen? Ach, 140? Ja. Naja, die haben früh geheiratet. Achso, na gut. Ja.
Wie alt ist die Queen? Erstmal, wer wartet noch auf die Qualifikation? Ich sag mal so, wir sind stabil. Ja. Ja. Also es wird ja auch nichts abgezogen. Ja, stimmt. Ich war schon zweimal in Afrika. Hab auch mal eine Tierdoku gesehen über Antilopen. Sehr spannend. Afrika. Ja, lass einfach mal kommen, nehmen wir mal Afrika, warum nicht? Und jetzt die Frage, Max, und sie nimmt mich hoch. Was hilft der arabischen Oryx-Antilope? Digga, so. Oh, bitte? Die Dürrezeit in der namibischen Wüste zu überleben. Junge. Oh nein. Brauchst du die Antwortmöglichkeiten? Ja, bitte. Ich sag sogar vorhin noch, ja, ich habe eine Doku über Antilopen gesehen. Sie legt einen Vorratsbrunnen an. Digga. B, sie verfällt in einen Sommerschlaf. Oder C, sie ernährt sich von einer hochgiftigen Pflanze. So, ich habe auch mal in Namibia, tatsächlich war ich auch schon mal, und da haben wir in der Etosha Pen, heißt es, sogar eine Safari gemacht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Frau, die sehr viel wirres Zeug gesprochen hat, die war, auch darüber hat sie geredet hat. Rangerin. Die Rangerin, genau. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass ich nicht zugehört habe. Ich bin mir sicher, dass die vielleicht ein Enzym in sich trägt, was eine hochgiftige Pflanze wie... Ich habe Enzym gesagt. Da muss ich aber auch mal ganz kurz hier wieder sagen, die Frage, kannst du halt mit dem Ausschlussverfahren echt wieder rocken, Enzym, ne? Ist ein sehr starkes, kluges Wort, wirklich. Ja, stimmt. Weiß ich nicht, es gibt ja auch Tiere, die essen Kakteen. Sommerschlaf finde ich dumm. Also... Ey, manchmal ist das Grundwasser einfach, weiß ich nicht, 150 Meter unter der Erde. Da kann sie so einen dicken Vorratsbrunnen buddeln, wie sie möchte. Das macht keinen Sinn. Und ein Sommerschlaf, dann liegt das Ding ja einfach einen Monat bei kompletter Hitze und wird einfach gefressen oder ertrocknet und wird von Fliegen aufgefressen. Da wäre ich schon wieder aggressiv, wenn ich das sehe. Also ich finde, A auf jeden Fall kann nicht sein. Wie du selber sagst, da muss da buddeln. Nee, da muss ja, das Wasser ist ja auch super tief. Und selbst wenn du am Wasserloch bist, das ist ja das... Als ob die auf einmal so, weiß ich nicht, so 300 Meter... Ja, jetzt hätte ich so einen Schlagbohrer. Das ist C sein. Aber du musst jetzt drücken, weil dann bist du schuld. Habe ich gut gemacht. Also soll ich auf C drücken? Du kannst da drauf drücken, wenn du es magst. Dann drücke ich mal auf C. Bin da raus in der Verantwortung. Wie Elton lacht, er weiß es einfach schon. Ja, ja. Die arabische Oryx-Antilope lebt in Wüstengebieten, wie auch in der Kuenene-Region in Namibia. Dort muss die Temperatur von bis zu 50 Grad Celsius überstehen. In der Dürrezeit frisst sie überwiegend Bäume und übelst der geile Antilopenskin, oder? Sträucher, aber auch den Damara-Milchbusch. Eine Wasser- und nährstoffreiche Supplemente, der ist so lecker, in dieser Region wächst. Allerdings ist der weiße Milchsaft ätzend und giftig für Menschen und Tiere, außer für die arabische Oryx. Warum sie die hochgiftige Pflanze scheinbar unbeschadet verzehren kann. Wenn ich jetzt mal überlege, dass sie in diesem Erklärfilm nicht zeigen, wie sie eine giftige Pflanze frisst, sondern wie sie einfach random da rumliegt im Sommerschlaf. Oder wenn ich überlege, wie sie in der Herde einfach 200 Meter tief graben und einen Brunnen machen, Alter. Natürlich fressen die eine giftige Pflanze. Ist nicht im Menschen, die fangen alle an zu buddeln. Wahnsinn. Richtige Antwort. Baggerfahrer. Kommt eigentlich aus den Wüsten Westasiens, deswegen arabische Oryx-Antilope. Milch. So, ihr steht schon bei 1.500 Euro. Digga, 1.500 zu 0 ist aber auch echt. Guck mal, du hast ja gar keinen Bock mehr. Guck jetzt auf dein Gesicht. Jetzt müsst ihr ein bisschen Gas geben. Nimm Gesundheit, oder? Ja. Ja, Gesundheit, damit kennen wir uns aus. Um die Schleimhäute bei trockenem Reizhusten zu schonen, empfehlen Ärzte, in die Armbeuge zu husten und dabei... Max, die Wangen auf ich hab die Arme über dem Kopf zusammengeschlagen und loskrakeelt. Aber mal gucken, ob da alles drin ist. Wir haben echt lange diskutiert, ob wir das reingenommen haben. Junge. B, in die Hocke zu gehen und für einige Sekunden die Luft anzuhalten. Oder C, den Mund wie ein Fisch auf- und zuschnappen zu lassen. Digga, oh nein. Ja, und? Passiert nichts. Die Wangen aufzuhalten, habe ich doch alles noch nie gehört. Macht einen geilen Sound. Ja. Klingt besser. Zu husten und die Wangen auf. Wecker, hast du dabei? Der ist richtig drin. Du guckst doch nur ganz weird. Guck mal, du schaust dich nur so an. Oh ja. Das habe ich gesehen, Das ist es, glaube ich. Okay, dann nehmt ihr das schon mal nicht. Also, geht raus. Vielleicht kannst du noch C ausprobieren, Max. Ja, nee. Das sah irgendwie todesprofessionell aus. Max, jetzt red dir das bitte nicht wieder. Bitte. Doch. Auf- und zuschnappen zu lassen, den Mund beim Husten in der Armbeuge.
Es geht, kann doch nur. Das, wenn du hustest, also dann kannst du mit dem Mund, du kannst weder die Wangen aufplustern noch irgendwas da mit dem Mund, wenn du wirklich hustest. Wir wollen ja, wir haben einen trockenen Reizhusten, wir wollen die Schleimhäute schützen. Ja? Also C kann ich überhaupt nicht, ohne mir in den Ellenbogen zu beißen. C ist auch, das so. Ist einfach ausgedacht. Also ist C raus. C ist raus. B halten wir für wahrscheinlich, deshalb fällt es auch raus. Ja. Dann bleibt nur noch A übrig. Digga, dieses Ausschlussverfahren. Ja, doch. Die Wangen aufplustern. Ich schlag die Arme über den Kopf. Dran. Ja, machen wir. A. Max. Was? Meine Erklärung war raus. Ja. So langsam werde ich jetzt nervös, muss ich sagen. Ja, wir auch, weil wir glauben dran. Wird bei trockenem Husten unkontrolliert gehustet, prallen die Schleimhäute mit hohem Druck aufeinander. Die gereizten Schleimhäute können anschwellen und kleine Risse entstehen. Ärzte empfehlen, die Wangen aufzuplustern und sanft in die Armbeuge zu husten. Dadurch bildet sich da hast du dich gerade viel zu sehr gefühlt. Du hast dich gerade viel zu sehr dafür gefühlt, dass die filigranen Verästelungen der Bronchien zusammenschlagen und verletzt werden. So. Richtige Antwort, die ersten 500 Euro für Bernhard und Trimax. Und allen gute Besserungen, die wir da gerade gesehen haben. Okay, gut. Glaube ich. Heimat. Dann machen wir Heimat. Genau, wir haben noch Heimatessen und Trinken, Fragezeichen, grüner Daumen. Als erste Stadt Deutschlands hat Bremen seit April 2020 jetzt kommt's. A. ein Stadtquartier zur Fahrradzone erklärt, B. das Motorradfahren an Wochenenden verboten oder C. den Nahverkehr für alle Bremer kostenlos gemacht. Die haben da was gemacht. Die haben da was gemacht, ja. Okay. Seit April letzten Jahres. Ich glaube, Stadtquartier, das ist ein Viertel der Stadt, das ist nur Fahrradzone. Hat Hannover sowas nicht schon oder ist Hannover einfach nur eine geile Fahrradstadt? Motorradfahren an Wochenenden verboten, weiß ich nicht, ob das jetzt so laut ist. C, für alle Bremer kostenlos. Wie viel wohnen in Bremen? Stadt? 1 Million? nicht im klassischen Sinn. Nicht im klassischen Sinn. Ich glaube, es sind die sind ganz hinten, außer Berlin, glaube ich noch. Ich fände das ziemlich krass, dass man sagt, alle Motorradfahrer sind jetzt hier nicht mehr erwünscht, nur am Wochenende. Warum? Das ist ja ein riesiger Tourismus. Ich hab's falsch gesagt, hast du gehört? Ist ja ein Ding. Ich hab's falsch gesagt, mach mal Stopp. Ob jetzt ein Zweitakter so viel schlimmer ist, von der Lautstärke könnte das einzige Argument sein für mich. Aber guck mal, nicht mal Leute in Bremen, die da wohnen, wissen das nicht, weil da ist es eh ein bisschen lauter. Also B würde ich auch ausschließen, das halte ich auch für ein bisschen. Warum Motorradfahrer, das würde so eine Demo auslösen. Ja, warum das ist warum so ein dürfen Autos fahren und wir nicht? Ja, richtig, genau. Ich weiß auch nicht, was da die Gefahr ist, weil die zu schnell fahren, zu viele Unfälle. Aber in der Stadt, wenn das auf dem Land ist, die heizen da. Aber ich würde B auch ausschließen. Nee, auf jeden Fall. C würde ich auch ein wenig ausschließen. Hätte man mitbekommen, oder? Weil dann wäre auch da eine Riesendiskussion in allen anderen Ländern. Hey, wieso können die das und warum können wir das nicht? Ne? Vor allen Dingen war ja auch Corona. Naja, also, da fährt ja keiner mit dem Bus. Ja, selbst wenn, das hätte keiner mitbekommen. Ja, da fährt ja auch keiner mit dem Bus. Die Lockdown. So, hier ist jetzt eine Fahrradzone, aber ihr dürft eh nur zu Hause bleiben. Möchtest du A drücken oder so? Oder ihr dürft jetzt alle gerade zum Bus fahren, aber die Busse fahren nicht. Genau. Ich find's krass, wie das Publikum die ganze Zeit das gleiche Gesicht hält. Das ist 500 Euro. Ja. Sind so trainiert. In der Bremer Neustadt wurde 2020 bundesweit erstmals ein ganzes Quartier zur Fahrradzone erklärt. Das wird mich so nerven, da zu wohnen. Durch das seit April 2020 gültige Verkehrszeichen 244.3. Innerhalb dieses verkehrsberuhigten Bereiches wird der Autoverkehr nicht ausgesperrt, muss sich aber dem Radverkehr unterordnen. So nervig. Es gilt Tempo 30 und es darf nebeneinander geradelt werden. So scheiße. Zudem wurden Straßen fahrradfreundlich umgebaut und Bikesharing und Servicestationen zur Förderung der Fahrradkultur. Man hat jetzt nicht mal mehr Platz. Man hat jetzt nicht mehr Platz in den Innenstädten, Straßenrennen zu machen, wenn da überall Fahrradfahrer sind. Und Zentrum des Quartiers ist der Campus der Hochschule Bremen. Das macht ja Sinn, ne? Irgendwo schon. Aber hier steht schon bei 2000 Euro. Geil. Ja, ne? Ein Grund mehr, mal wieder in Bremen vorbeizuschauen. So, und ihr müsst jetzt hier ein bisschen... Weiß ich nicht, ob ich deshalb nach Bremen fahren würde, weiß ich nicht. Wir haben noch Essen und Trinken, Fragezeichen oder grüner Daumen. Hat der eher was mit dem Garten und Pflanzen? Okay. Oh ja doch, die haben gerade sich einen Schrebergarten zugeeignet. Aber erst vor wenigen Tagen. Das reicht für grüner Daumen. Seit wann isst und trinkt er? Hat der Strobel einen Schrebergarten? Ein bisschen länger. Ist das ja. Warum? Was macht der da? Wie er musste auch immer den Stream abbrechen, weil er so, yo, er muss jetzt noch Biomüll machen, er muss noch einen Baum fällen. Ich bin erstmal auf, ich muss noch einen Baum fällen. Wir müssen den auf Vordermann ziehen. Wie alt ist der Strobel? Hütte fertig bauen. Wie alt ist der? Gut, dann nehmen wir das Fragezeichen. Ja. Die Überraschungsfrage. Wo wurde in den USA können doch die so... A.
Montieren der Fackel in der Hand der Freiheitsstatue. Das kann halt alles so sein. Ich bin nein, schon wieder so sauer, falsch. Ich da lese, da kann schwer. Ich jetzt gleich mal vouchen. Wie schwer die Frage. Nein, da kann ich jetzt. Formen der vier US-Präsidentenköpfe also am Mount Rushmore oder C, Auftragen der Farbe okay, auf stopp. Der Brooklyn Bridge. Wie willst du in einem Hexagon, oder was ist Oktagon, was ist das? Hexagon, glaube ich, ist ein Honeycomb, ne? Wie willst du in einem Hexagon Farbe auf einer Brücke auftragen, zum Beispiel? Das ist schon mal direkt raus, oder? Ich bin, vom Gefühl wäre ich am ehesten bei C. Das ist ich auch. So Technik, guck, ich auch so, ja. Mega wie man Farben weiß aufträgt, die verschiedenen Schichten, damit sie nicht guck, abfallen, damit sie, keine Ahnung. Aber warum würde man das nur bei der Brooklyn Bridge machen? Das war halt richtig smart. Es muss ein einmaliges Ding sein, weil sonst würdest du die Honeycombing-Methode bei allen Brücken einsetzen. Ja, Joker. Falsch. Ich würde sagen, wir rufen Joker an. Joker noch nachfragen, was der dazu sagt. Ja. Wir rufen Chef Strobel an, das machen wir. Okay. Und da ging es abschwert. Guck mal, wenn der das jetzt, wenn der ja, Dominik das jetzt weiß. Einfach raushaut, ja, das ja, dann bist du so... Das wäre cool. Ich sag jetzt gar nicht, was du dann bist. Dann bist du... Bist du super, weil du dir genau den ja? Typen ausgesucht hast. Ja, genau. Das ist so random, oder? Das ist übel random. Dominik! Hallo. Der ist so aufgeregt. Guck mal, jetzt ist er am Fernsehen. Der ist so froh. Er hat versucht, smart zu wirken, als einfach seine Brille das ist nicht mal seine, das ist die von Nina. Grüß dich. Kannst du eventuell auf quer drehen? Geht das? Ja. Ah, so, jetzt. Super. Perfekt. Guck mal hier. So, Dominik, du bist hier ganz groß angekündigt worden. Natürlich. Klasse. Es geht um Folgendes. Wo wurde in den USA die sogenannte Honeycombing-Methode eingesetzt? Die Honeycombing-Methode. Das spricht ja falsch aus auch. A. Montieren der Fackel in der Hand der Freiheitsstatue. B. Formen der vier US-Präsidentenköpfe am Mount Rushmore. Oder C. Auftragen der Farbe auf der Brooklyn Bridge. Was glaubst du, was ist es? Also hast du eine am Idee? Für C würde ich mich, glaube ich, am ehesten entscheiden. Für C. Da waren die Jungs auch hier. Ne? Also wir haben auch gedacht, sicher, das ist nur klingt irgendwie nach einer Farbe und so. Okay, ja. Also wir haben C eingeloggt. Es ist so geil, es ist so geil. Bleibt dran und wir lösen es jetzt gleich auf. Die Honeycombing-Methode. Es kann alles sein. Alles klar. Odel verdankt ihren Namen der Ähnlichkeit mit einer Bienenwabe. Zum Einsatz kam sie in den 1930er Jahren während der Arbeiten an einem der bekanntesten Wahrzeichen Amerikas, den vier Präsidentenköpfen am Mount Rushmore. Zunächst wurde das Gestein mit Dynamit abgesprengt. Für die Feinarbeiten bohrten die Arbeiter kleine Löcher in den Granit, sodass eine Wabenstruktur entstand. Durch das anschließende Abschaben mit der Hand konnten Gesichtsdetails modelliert werden. Krass! Um überleg Sinn, mal, oder? Dein einziger Auftritt im Fernsehen ist, jemandem zu helfen, du sch**st so dermaßen rein. Ja, das war geil. Ja, sehr gut. Ja? Sehr gut. Also, mach's gut. Danke. Schönen Abend. Also, guck mal, der hat bestimmt schon mal eingesendet. Tschüss, ciao, ciao. Der hat doch geheult. Bei 500 der hat doch Euro. Abends geheult. Und ihr könnt noch mal wählen, essen und trinken, oder? Der hat den ganzen Abend auf den Anruf geantwortet, bis er angerufen wurde. Dann war er eine Minute drin und antwortet rein. Falsch, aufgelegt, fertig. Leben vorbei. Wir wollen unglaublich gern essen und trinken. Ich weiß nicht, warum das da so lange gestanden hat. Das weiß ich auch nicht. Ich entschieden habe. Seit wann liegt diese Kategorie bei dir so lange? Weiß ich auch nicht. Bist du daran gut? Jein. Steht beim Joghurtgetränk Ayran, das bei der Ultrafiltration von Milch entstehende Boah, da war ich so dumm wieder, da war ich so dumm. Permeat auf der Zutatenliste. Da war ich wieder unglaublich dumm bei. A. Sollten Menschen mit Heuschnupfen vom Verzehr absehen. B. Bekommt es dadurch einen vollmundigeren Geschmack. Oder C. Hat es so gut wie keine Kalorien. Also Ayran hat auf jeden Fall... Kalorien definitiv. Ja, ja, klar. Das ist fettig, wie sonst was. Das ist mit das Protein drin. Das ist wie eine Buttermilch letztendlich. Also C würde ich auf jeden Fall ausschließen. Also mein Kollege, wir können den gerne anrufen. Ich glaube, mein Furz ist rausgestellt worden, Max. Auf jeden Fall, das wäre ja schade. Ja, gut. Ja, stimmt. Oh mein Gott, ich bin so froh. Der ist ja so beschäftigt. Oh, Michael, grüß dich, wie geht's? Ja, soweit gut. Ja? Okay. Du kannst es jetzt entscheiden für uns. Ja, guck mal, es ja, läuft ganz gut. Letzte Frage, die beiden haben 2000 Euro auf dem Konto. Ich bin für und die haben auch eine Idee, was sie... Digga, ich rufe Chef Strobel an, du rufst irgendeinen Doktor an. ...richtige Antwort sein konnte. Aber ich lese dir erstmal die Frage man vor. Muss sie aber dann, steht ja, beim ja. Joghurtgetränk Ayran bei der Ultrafiltration mein, von Milch so entstehende Milchpermeat auf der Zutatenliste? A. Sollten Menschen mit Heuschnupfen vom Verzehr absehen. B. Bekommt es dadurch einen vollmundigeren Geschmack
oder C, hat es so gut wie keine Kalorien? Stell dir mal vor, du rufst jemanden wie Montana Black an. Ist das Moneyboy? Ist das Moneyboys kleiner Bruder? Der sieht aus wie Moneyboy. Das ist tatsächlich Moneyboy, ja, es ist tatsächlich Moneyboy. Ganz wichtig, mich. Also warte, hier. Jetzt ganz wichtig. Sag jetzt keine Antwort, wir beraten uns, weil du musst nämlich einloggen. Du musst einloggen, okay? Deine Antwort zählt. Also, deine Antwort zählt. Also, wir haben gesagt, C fällt ja raus. Also, Ayran hat ja definitiv Kalorien. C ist raus. So, ich habe ja letztes Mal schon dich reingeritten. Ja. Dann mache ich das jetzt wieder und nehme B. Also, ja, wir schauen. Revi ist ein Satz. Der hat viel raus, war richtig sauer, dass Kai Flaumann sagt sogar, halt den Mund. Es ist falsch. Wir lösen es auf. Produkte, die Milchpermiate enthalten, können ohne Bedenken verzehrt werden. Bei der Flüssigkeit handelt es sich um das Wasser aus der Milch, das als Nebenprodukt entsteht, wenn der Milch Eiweiß und Fett entzogen wird. Zum Beispiel für die Käseherstellung. Digga, geh doch noch näher an die Kamera, Micha, Junge. Das übrig gebliebene Permiat enthält Mineralstoffe, Vitamine, Milchzucker und einen Teil der Molkenproteine. Wird bei der Herstellung von Ayran ein Wasseranteil durch Milchpermiat ersetzt, soll der Geschmack verbessert werden. Das Getränk wird dadurch etwas vollmundiger. Ich nehme alles zurück. Peinlich. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was peinlicher ist. Nimm nicht B. Wie kannst du B einloggen? Das ein Ayran. Die haben auch ein bisschen was rausgeschnitten. Du hast wirklich oft gesagt, wie falsch B. Freut mich. Dann geht dir also richtige einmal Antwort. Musst du mal für die Hose. Vielen Dank. Die beiden stehen bei 2.500 Euro. Drückt die Daumen fürs Finale. Schönen Abend, ja? Ciao, Michael Moritz. Ciao. 2.500. Ihr seid wirklich so lost, oder? Oh, sehr gut. So. Ja, lass mal überlegen, was meinst du? Was nehmen wir jetzt? Oh, schon entschieden. War ein guter Witz. Da hast du aber mehr. Ja, hast du eine gedacht. Frage haben wir noch für Bernhard und Max. Was empfehlen Gartenexperten für die Bekämpfung gefräßiger Dickmaulrüssler? Willst du mich? Ja, was? Also ich bin auch irgendwie, weißt du? A. Wachsmalstift und Kaffeefilter. B. Schlauchstück und aufgeschnittene Tomate. War das richtig? Oder C. Blumentopf und Holzwolle. Oh Gott, das ist halt. Habe ich wirklich gedacht. Dickmaulrüssler? Aber es Dickmaulrüssler sind Schädlinge. Ja, das genau das Wort wollte ich sagen. Gartenschädlinge. Genau. Ja, ja, schon klar. Ich vermute mal, dass das eine Schnecke ist. Ist das eine Heuschrecke? Dickmaulrüssler. Ich bin bei raupenartigen Tieren. Ja? Mhm. Weil die ist das geraten oder weißt du? Ich habe gar keine Ahnung. Ach so, okay. Aber Dickmaulrüssler würde ich mal vermuten, sind, wenn sie ausgewachsen sind, haben sie einen dicken Rüssel, mit dem sie Saft nehmen oder so was weiß. Aber die Raupen sind gefräßig und die sind gefährlich. Ja. So, meine spontane Idee geht zum Blumentopf und Holzwolle, weil sie entweder sich darin verfangen und nicht mehr rauskommen, ja, oder aber, weil du da drin wiederum andere Tiere anlockst, ja, die dann wiederum die Fressfeinde des Dickmaulrüsslers sind. So um zwei Ecken? Ja. Okay. Weißt du, ich überlasse dir das einfach. Okay. Guck mal, Max, ich sage, schade, wie du das immer wieder abgibst. Okay, wir nehmen deine Antwort C. Okay, dann nehmen wir C. Gut abgewehrt. Und wir zeigen, wie es funktioniert. Der Dickmaulrüssler ist ein Käfer, der vielerorts als Schädling gilt. Der hat er nicht mal einen Rüssel. Er frisst typische U-förmige Löcher in die Blätter von Nutz- und Zierpflanzen. Seine Larven. Hey, der hat nicht mal einen Rüssel. Schädigen Wurzeln und Knollen. Wo? Da der Käfer nachtaktiv ist doch kein Rüssel. Verbringt er den Tag. Das ist ein, ja, das ganze Teil das ist ein Dickmaul, aber kein Rüssel. Das ist nur ein Dickmaul. Das ist ein langgezogenes Maulrüssel. Nee, ist nur ein Maul, kein Rüssel. Sondern den richtigen Rüssel gesehen. Wird ein Blumentopf mit Holzwolle gefüllt und umgestülpt in die Nähe der befallenen Pflanze gestellt, zieht sich der Dickmaulrüssler in die Holzwolle zurück. So lässt sich verhindern, dass der Käfer Nachwuchs bekommt. Kann man den nicht einfach vertreten? Hat der Hohecker gut gemacht. Das mit der Verhütung funktioniert so, aber nur beim Dickmaulrüssler. Bist du selber ein Dickmaulrüssler, Max? Es sind 1.000 Euro und wir schauen mal auf den Zwischenstand vor dem Finale. Du bist ein bisschen sauer, ne? Revi und Elton haben 2.500 Euro auf dem Konto. Primax und Bernhard haben 1.000 Euro auf dem Konto. Und hier ist unser Finale. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Wintersport. Wintersport, da kann ich auch einen Scheiß sagen. Ich auch gar nicht. Wintersport ist auch, finde ich, nicht, nee. Beide Teams haben gesetzt.
Hier ist die heutige Master. Alter, man hat mein Ultra-Mindgame nicht gesehen. Was denn? Was hast du nochmal gemacht? Ich hab mega Mindgame. Ja, was gemacht. Denn nochmal für eins? Zuschauer, jetzt muss man sagen, wie viel man setzt. Ja. Und wenn du richtig hast, kriegst du das halt. Und wenn du falsch hast, verlierst du das. Ja. Das heißt, hätten wir jetzt, ja, waren bei 1000 und hätten wir 1000 eingetragen, hätten wir als richtige Antwort 2000 gehabt. Mhm. Und das könnt ihr halt auch machen, aber halt mit einem höheren bis zu 2500. Mhm. Das würde gar keinen Sinn machen, dass sie 2500 setzen, haben sie zwar 5000, was cool für die Zuschauer ist, aber es kann am Ende nur einer gewinnen. Ja. So, und da hatten wir jetzt ein Mindgame. Wer wurde 2014 die erste Skisprung-Olympiasiegerin der Geschichte? Keine Ahnung. A. Kenn davon Katharina keinen. Althaus. B. Carina Vogt. Oder C. Ramona Straub. Katharina Althaus kennt man den Namen, glaube ich, oder? Die Frage war ja auch so, ich habe einfach nur Röhrke angeguckt und habe gehofft, dass er es weiß. Was haben wir noch? Ich weiß ja, auch nicht mehr, was wir Sekunden. Gesetzt haben. Ab jetzt. Ich weiß auch gerade nicht mehr, was richtig ist. Ich auch nicht. Vergessen. Geile Mucke. Ja. Und das Klatschen auch immer. Ja. Vor allem, du musst dir überlegen, die bewegen ihre Arme nicht und klatschen trotzdem. Das Publikum ist echt gut. Noch zwei. Es war aber die allerletzte. Wer hat jetzt gedrückt? Ich hab gedrückt. Du hast gedrückt? Irgendwas an meiner Hand. Ich hab gelogen, das war nicht ihr. Ja, war Bernhard? Ja. Ich hab nur noch draufgehauen. Ja. Beide Teams haben gesetzt, haben eine Antwort eingeloggt. Carina war beim Masseur. Und? ApoRed. Wir lösen es gleich auf. Bleiben Sie unbedingt bei uns. Denn Sie wollen ja sicher erfahren, wie es hier heute ausgeht. Bis gleich. Ey, die ARD-Mediathek ist mega nice, ne? Revi und Trimax sind bei uns zu Gast. Revi und Elton haben 2500 Euro auf dem Konto. Trimax und Bernhard 1000 Euro. So, und Sie sollten sich schon mal notieren, am Samstag gibt es eine neue Ausgabe Klein gegen Groß. Boah, da müssen wir auch mal und mitmachen, Max, da oder? Sind zu Gast. Maria Höfe-Riesch hätte diese Frage garantiert richtig beantwortet, das können wir sagen. Also Samstagabend 20.15 Uhr. Ach stimmt mal, Klein gegen Groß muss man doch irgendwas können, oder nicht? 15, Klein gegen Groß wieder hier im Ersten. Und es geht hier gerade um folgende Masterfrage. Wer wurde 2014 die erste Skisprung-Olympiasiegerin der Geschichte? A. Katharina Althaus. B. Carina Vogt. Keine Ahnung. Oder C. Ramona Straub. Wie viel Geld habt ihr gesetzt? Mein ganzer Chat ist voll, ich soll Packs ziehen. Klein gegen Groß, einfach ein Pokémon-Opening. Revi und Elton haben 499. Also ich dachte, das wäre eine Frage. Nee, war es auch. Nee. Wir haben es jetzt auch eingeblendet. Ne? Wir haben es jetzt auch eingeblendet, egal. Ist nicht schlimm, nichts passiert. Bernhard und Max haben gesetzt. Mit der Honeycomb-Methode. Ein Euro. Das ist Max, also ganz ehrlich, damit nehmt ihr doch jede Chance, noch zu gewinnen. Das ist ein Mindgame. Ich habe vorher noch gesagt, ey, nicht so viel. Aber ich habe es nicht so laut gesagt, dass man denkt, der Bates, ich habe es so gesagt, dass Elton es gerade so hören konnte. Und er hat die ganze Zeit rüber geguckt und hat überlegt, wie viel er setzen sollte. Wir haben darauf plädiert, dass ihr für eure Zuschauer viel setzen wollt, damit ihr viel rausholen. Und wir haben auch darauf gesetzt, dass wir es verkacken. Glaubst du? Wir verkacken, ihr setzt zu viel. Wir verlieren 1 Euro, haben noch 999, ihr verkackt, boah, habt irgendwie das nur noch 700, aber sehr, sehr dann hätten wir gewonnen. Das ist ja noch mal risky, als bei Monten Pack zu kaufen. Ja. Auf welche Antworten habt ihr getippt? Team Elton tippt auf. Antwort A. Ich hab es wirklich Team wieder Bernhard vergessen. Team Bernhard tippt auf. Antwort C. Ui. Wir wissen es nicht. 2014 in Sochi gab es das erste Frauenskispringen bei Olympischen Spielen. Ich bin schon gewundert, dass das vorher keiner geschafft hat. Das war klug, das hat oder? Das keiner hinbekommen. Ich dachte wirklich, dass es das erste Mal war, dass einer geschafft hat. Dann, weißt Skispringerin du? Katharina Althaus gewann bei den Olympischen Winterspielen 2018 die Silbermedaille im Einzelspringen. Skispringerin Ramona Straub, Weltmeistertitel mit der Mannschaft bei den Weltmeisterschaften 2019 in Seefeld in Tirol. Und 2014 in Sochi wurde die erste Olympiasiegerin im Frauenskispringen überhaupt, die erste der Geschichte, wurde Carina Vogt. Alter Max. Die Taktik, dass wir beide falsch tippen und wir nur einen Euro setzen, hat funktioniert. Ja. Ihr habt aber du hast jetzt trotzdem halt verloren. Aber damit bleiben bei Revi und Elton 2001 Euro übrig. Da habt ihr keine Chance mehr gehabt. Da konntet ihr nicht mehr rankommen. Ja? Gab's schon mal Revi so einen krassen Highscore? 2001 Euro. Auf jeden Fall.
Was das Krasseste, was man haben kann? Und damit Max. Punkt 1, Revanche. Das Krasseste, was man haben kann, ist doch 6.000, ist, ne? Alles richtig, 6 Fragen richtig, 3.000 verdoppeln 6.000. Alter, ja. Krass. Gab's das schon mal? Nicht geglückt? Nein. Bestimmt, wenn Knossi da hinkommt oder Monte. Spielsucht. Und, weiß ich nicht. Für jeden im virtuellen Publikum krass. Hinter euch sind gab's schon mal. Der Testtag gab's schon mal. Wer war das? Eure Leute haben sie dieser App angemeldet und deren Daten sind weg. Diese 37,75 auch für unsere drei Apple-Spieler, die heute gewonnen haben. Danke fürs Zuschauen. Morgen Abend sehen wir uns Max. Wieder. Und wie gesagt, am Samstag dann 20.15 Uhr. Gleich den großen. Und wisst ihr, was jetzt geil ist? Heute. Weißt du, was geil ist, Max? Dass wir jetzt nochmal dahin gehen können. Wir müssen nochmal ja, hin. Ja, ja. Diesmal nehme ich mir Romatra, Mois oder Montana Black als Joker. So sieht es nämlich aus. So. Oh, das ist gut. Das Kuss ist an Kai.